Hallo zusammen und es geht wieder mal weiter mit unserem Longplay von Soleil auf dem Sega Mega Drive. Ja, wir sind beim letzten Mal hier in dieser Pyramide angekommen. Oder in diesem Turm. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Pyramide ist. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier aufgenommen habe. Ich habe ein Gerücht vernommen, demzufolge man hier Leute aus dem Boden stöhnen hört. Psst, bitte setz hier keine gefährlichen Gerüchte in die Welt. Okay. Die Wüstenleute haben Gesetze, nach denen sie hier leben, aber ich habe genug davon. Wenn du etwas Seltsames tust, wirst du vor Gericht gestellt und schuldig gesprochen. Das ist nicht fair. Jo, das ist richtig. Ich kann es einfach nicht ertragen. Zuerst fängst du eine Prügelei mit mir an und dann werde ich angeklagt. Wir haben eine Prügelei angefangen. Kann mich nicht dran erinnern. So, hier müssen wir jetzt im Prinzip... Wir können hier jetzt noch mit allen Leuten reden, das bringt aber nicht so wirklich viel. Mit dem Kollegen hier mal noch. Einige Leute hier sind eingesperrt worden, weil andere den schwarzen Peter weitergegeben haben. Handle schnell, bevor jemand das gleiche mit dir tut. Das heißt, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Genau. Müssen wir doch mit allen reden? Nee. Quatsch. Wir müssen den Schalter hier aktivieren und dafür brauchen wir unseren guten Freund Armadill. Nehmen wir den Pizza einfach hier und schmeißen das Teil hier rein. Und dann ist er offen. So. Weiter sonst, genau. Bin ich mir ganz sicher, wo wir hier lang müssen. Ja, das war natürlich falsch. Dann hier lang. Genau. Hier kommen jetzt, glaube ich, diese Mumien raus. So. Das war knapp. Genau, mit dem müssen wir sprechen. Schau vorsichtig, wo kein Schatten ist, mein Mädchen, bitte. Ja, also der Hinweis, wir müssen gucken, wo kein Schatten ist und müssen sein Mädchen sozusagen finden. Und das ist an dieser Stelle hier. Wenn ihr hier schaut, hier oben und hier an der Seite sind Schatten und hier, wo keiner ist, da können wir durchgehen. So, gab es hier hinten etwas Interessantes? Ich glaube, ich weiß nicht so hoch. Dann gab es vielleicht da hinten etwas Interessantes. Nee. So? Ja. Ah, es geht in beiden Richtungen weiter. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie wir müssen. Ob hier oder den anderen Weg. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier. Machen wir, glaube ich, den Schmetterling. So. Ach, hier gab es Trick 17. Kommen wir mit dem Dinosaurier rüber. Jo. Genau, und auch hier sieht er auf der Seite wieder keinen Schatten, das heißt, hier können wir durch. So. Ah ja, Geld gab es hier, genau. Hier ist nämlich auch kein Schatten. Das war dämlich. Ach, das wird auch noch zu einer Stachelplatte. Sehr fies. So. Dann brauchen wir hier an der Stelle wieder unseren Schmetterling. Das war nix. Na. So. So, genau. Habt ihr schon gesehen, eben vielleicht, da liegt ein Säckchen Gold. Dafür können wir unser Armadill wieder verwenden.
Ansonsten gab es hier, soweit ich weiß, genau, gar nichts. Okay, dann war es aber richtig, dass wir zuerst hier lang gelaufen sind. Dann geht es nämlich jetzt unten auf diesem anderen Weg weiter. Ach, auch hier wieder eine richtig schöne Musik, finde ich. Nicht so präzise heute mit dem Springen. So, jetzt machen wir es auch ganz langweilig. Keine Rutschpartie, sondern schön mit dem Dino durch. Ja, unseren Hund, den Johnny, den benutze ich tatsächlich irgendwie kaum hier bei dem Spiel. Ich finde jetzt die Spezialfähigkeit, die er hier hat. Na? Ja. So einen Gegner festzuhalten, ist auch nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. So, auch hier können wir ganz ordinär mit dem Dino wieder reiten. Jetzt frage ich mich aber gerade, wo geht's denn jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Ah doch, Moment. Hier ist nochmal ein Durchgang. Okay. Yes. Das ist wieder ein Fall für unser Armadil. So ähnlich wird das im allerletzten Dungeon auch sein, dass wir, um durch den Dungeon durchzukommen, immer wieder die verschiedenen Tiere in Kombination benutzen müssen. Sozusagen ein kleiner Vorgeschmack hier schon mal drauf. So, und jetzt konnte man den, glaube ich, irgendwie auch einfach hier in den Abgrund werfen. Ja, genau. So. Jetzt weiß ich nicht mehr. Oh, Sven, was machst du denn heute? Hm? So. Also Springen ist heute nicht meine Stärke. Ah ne, brauchen wir auch wieder. Da ist das Mädchen. Du bist gekommen, um mich zu retten. Dann muss mein Vater auch ganz in der Nähe sein. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich fragte mich schon, ob er mich vergessen hat. Er befahl mir, da zu bleiben, doch ich gehe jetzt. So, dann folgen wir der guten Dame doch einfach mal. Reko hat die Schatztruhe geöffnet. Reko hat in ihr das Wegpulver gefunden. So. Dann speichern wir an der Stelle auch mal ab. So. Denn jetzt geht es zu einem Endbosskampf. Ich überlege gerade, ob ich mir noch ein bisschen Energie irgendwie holen kann. Der Endgegner ist hier drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwo hier jetzt ein paar Äpfelchen gibt. Nun hör zu, geh nicht in den Palast hinein, wenn du weißt, was gut für dich ist. Du bist fremd hier, hm? Ich bin aus dem Kamelienpalast geflohen. Tja, ich fürchte, sowas wie Energie werden wir nicht finden. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Endgegner das war. Na gut, ich würde sagen, dann probieren wir es doch einfach mal aus. Hier rechts waren auch noch irgendwelche Leute. Bitte glaub mir, ich bin kein Ungeheuer, ich bin ein ganz gewöhnliches Menschenmädchen. Die Tür öffnete sich einfach durch die Wirkung des Wegpulvers. Bitte glaub mir. Ja, glaube ich alles. Ich würde nur gerne ein bisschen Energie haben. Sei still, Ungeheuer. Du kannst das Zimmer mit dem Wegpulver nur über den 5. Stock erreichen. Kein gewöhnlicher Mensch kehrt da heil zurück. Ich lass mir nichts vormachen. Mhm.
Ja, dann probieren wir es doch mal. Zur Not haben wir ja das Kätzchen dabei. Ach ja. Chamäleon, stimmt, das ist alles mein Werk. Hihihi, dieses Pulver hat mich auch aufgeweckt und jetzt fresse ich dich. Also den Viechern hier müssen wir ausweichen. Und dann gucken, dass wir das Vieh hier irgendwie treffen. Also gar nicht an einer bestimmten Stelle, nur Augen oder sowas, sondern einfach so. Aber ist auch toll gemacht hier, finde ich. Grafisch. Das war nix gut. Ja, Mädels. Vielleicht sollte ich mal das Flammenschwert ausprobieren. Oh ja, nein, nein. Oh, komm, ein Treffer noch. Oh Gott, werde ich jetzt sterben? Oh Mensch, wie bist du töricht? Die Menschen haben vergessen, was Vertrauen ist. Und denken immer nur an sich selbst. Auch wenn du mich besiegst, kannst du die Herzen der Menschen nicht heilen. Der maximale Gesundheitspunktestand von Rekords hier ist sehr gut. Gerade so geschafft. Ah ja, hier kriegen wir einen neuen Wegbegleiter. Rico hat das Wegpulver verwendet. Moa. Ich bin Moa, der sagenhafte Vogel. Ich habe viele Jahre in diesem Gemälde verbracht. Bitte geh noch nicht weg. Ich möchte den Leuten die Wahrheit über die Ungeheuer erzählen. Wenn du die Missverständnisse aufklären kannst, beginnen sie vielleicht einander zu glauben. Gehen wir jetzt. Moa schließt sich der Gruppe an. So, jetzt müssen wir mal gucken, was der denn überhaupt macht hier. Die Fähigkeiten der anderen Tiere stärken. Genau. Also das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Charlie haben, der das Lauftempo verdoppelt, und wir nehmen noch den Moa dazu, haben wir hier das Lauftempo verdreifacht. Und das ist eine ganz coole Sache eigentlich. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer aufgemacht hast. Das kannst du nicht leugnen. Du bist hier eine Fremde. Ah, die Lokalisation ist echt schlecht manchmal bei dem Spiel. Du brauchst also keine Verhandlung. Ich bringe dich direkt ins Gefängnis. Nee, nur ich bringe dich ins Gefängnis. So. Ja, wie gesagt, die Fähigkeiten der anderen Tiere hier werden nochmal potenziert mit dem Moa. Das ist ganz cool. So, hier haben wir den Typ, den wir oben gefunden haben. Du hast mich im fünften Stock gerettet. Vielen, vielen Dank. Keiner glaubt mir. Sie sagen, ich sei ein Ungeheuer, weil ich vom fünften Stock zurückgekehrt bin. Ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Und dieses Schloss, bitte verschwinde schnell von hier. Ja, mehr erfahren wir von dem Kollegen auch nicht. Und hier, ja, da seht ihr, was passiert, wenn man so schnell läuft. Man rennt gegen die Dings. Verliert aber keine Energie. Das ist schon ganz gut. Ja, es gibt augenscheinlich erstmal hier keinen Weg raus. Ja, aber es gibt natürlich einen Weg raus und der ist einfach hier. Genau. Ja, bitte. Ah, das ist doch etwas zu schnell hier mit dem Laufen. Ja, aber wir können ja auch mal gucken, was passiert denn, wenn wir jetzt zum Beispiel den Leviathan, der verdoppelt das Schwungtempo, ja, wenn wir jetzt den Moa auf B legen, dann haben wir das verdreifacht. Das ist natürlich schon echt ganz cool, vor allem an so Stellen, wo man Blöcke irgendwie schnell mal weghauen muss. So, was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel den Pinguin Eiszauber stärken, Flamme stärken, die macht dann wahrscheinlich einfach nochmal, ja, hat noch ein paar mehr Flammenkränze außenrum, das heißt, die macht wahrscheinlich sehr viel mehr Schaden, das ist wahrscheinlich für die Endgegner ganz gut. Ja, dann bleiben wir erstmal bei unserer bewährten Combo. Leviathan und Charlie. So, das Haus kennen wir. Dich hat man also auch ins Gefängnis gesteckt, hm? Es ist ein solch ein schrecklicher Ort. Mein Freund ist weggegangen, um ein neues Leben zu beginnen. Ich kann seine Gefühle verstehen. Aber es bringt alles nichts. Ich meine, was kann er denn ganz allein tun? So. Und da ist er auch schon. Ich versuche ein neues Leben zu beginnen im Osten. Ich war gerade zur Ernte dort. Dieser Ort mag zwar eine Wüste sein, aber es scheint, als könnte man hier etwas Wasser finden.
Darauf zähle ich. Eines Tages wird dieser Ort mit Bäumen begrünt sein und ich bin mir sicher, dass dort auch Leben erwachen wird. Das Lächeln des Jungen, es war das Verlockendste, das er jemals in der Wüste gesehen hatte. Ja, und damit triggern wir, dass wir wieder in eine andere, Zeit kommen. Und ich glaube gar nicht. Wir sind hier bei Ramsay, da müssen wir nicht hin. Tapir, du hast einen traurigen Traum gesehen. Weil es ein Ende gibt, weißt du, dass es einen neuen Anfang geben muss. Dieser Ort ist voller Leben. Wenn jemand stirbt, wird jemand Neues geboren. So, ich glaube aber, wir mussten hier soweit erstmal nichts mehr machen. Und müssen jetzt mal dem Tornado wieder folgen. Der hat sich nämlich jetzt hier nach oben begeben. So. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Hier gibt es jetzt diesen... Einen verbrannten Vogel wollte ich sagen, aber er hat mich selber verbrannt. Und jetzt ist er nämlich nicht mehr verbrannt. Hey, da ist jemand. Ich kann mich nicht rühren, weil der Fußboden hier zu schwach ist. Du hast mein Leben gerettet. Ich mag zwar keine Menschen, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Da ich auch ein Bösewicht weiter vorne. Ach, da ist auch ein Bösewicht da vorne. Er wird der Puppenspieler genannt. Er verzaubert Baumstümpfe und Raupen und verwandelt sie in Ungeheuer. Dodo schließt sich der Gruppe an. So, und der macht nämlich auch was ziemlich Cooles. Der Dodo wirft ein Schwert und Gegner und Gegenstände werden an ihm kleben bleiben. Ja, das heißt, das könnten wir jetzt auch nachher in Soleil-Stadt benutzen, um an diesen einen goldenen Apfel, glaube ich, ranzukommen. Das werden wir dann mal ausprobieren. So, und den brauchen wir auch gleich beim Endgegner. Den Dodo. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir da hinkamen zum Endgegner. Das ist, wenn man hier zu lange stehen bleibt. Ich glaube, war das überhaupt hier? Da mussten wir nicht. Ich bin mir gerade unsicher, wo wir hin müssen. Erstmal wieder vollmampfen. Ob das in dem Dungeon hier war oder. In diesem Dungeon hier drin sein. So. Ich meine, wir mussten ja ein Stück laufen. Naja. Ich muss sagen, dass diese schrägen Sprünge hier mit dem Pad gar nicht so einfach sind. Und ich mir denken könnte tatsächlich, dass das mit einem Arcade-Stick vielleicht sogar besser zu spielen wäre, teilweise das Spiel. So, genau, da haben wir den Puppenspieler und wir müssen jetzt quasi mit Dodo das Teil hier rausholen und damit triggern wir den Endkampf. Ich bin der Puppenspieler, ich belebe unbelebte Objekte, Baumstümpfe und Raupen sind meine Kunstwerke. Gib mir jetzt meine Puppen zurück. So, jetzt müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sollten wir das Feuer benutzen und können mal den Moa dazu schalten, dass wir eine richtig starke Feuerattacke haben. Und wir müssen jetzt diesen Puppenspieler hier quasi in der Leiste, diese Puppe hier in der Leiste treffen. Genau, so. Und jetzt müssen wir den Kollegen hier treffen, solange er seinen Kram einsammelt. Genau, so war das. So.